Ja, moin und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich mal etwas Besonderes für euch, denn heute gibt es mal ein kleines Review hier auf meinem Kanal, denn wir sind heute unterwegs auf der Karte Berlin-Klado. Diese befindet sich noch im Bau und ist vom lieben Uber 135. Und ja, wir werden heute mal eine kleine Runde auf der Linie N35 drehen, also die Nachtlinie hier auf dieser Karte. Ja, ich würde sagen, wir setzen uns hier in unseren kleinen Spritzer rein und werden den erstmal so weit fahrbereit machen. Das heißt, wir stecken ja mal Schlüssel ein, machen den Motor an. Licht können wir auch noch anmachen, also wie in diesem kleinen Fahrgastraum hier. Genau. So, dann schildern wir noch einmal ganz schnell. Das heißt 035.00, Route 01 und dann können wir hier nochmal 935.35 eingeben und dann steht hier vorne N35 nach Alt-Klado. Genau, noch zur Karte, also wie gesagt, die Karte ist noch im Bau, sie ist noch nicht fertig. Man kann sie auch noch nirgendwo runterladen, das sei nun mal so am Anfang gesagt. Noch zum Bus. Auch dieser Sprinter kommt hier natürlich nicht zum Einsatz. Auch das Bergkönig Repaint ist natürlich nicht ganz richtig. Der Bergkönig war ein Anruf-Sammeltaxi der BVG, obwohl auch nicht auf dem N35, aber wir fahren heute mal spaßeshalber mit diesem Repaint. Und ja, wir setzen uns jetzt wieder in unseren Sprinter rein, setzen den Blinker, legen den ersten Gang ein und fahren dann vor zu unserer Starthaltestelle. Und das wäre dann Alt-Klado. Genau, wie der Mini-Buslinie 234 ist auch die Buslinie, die Nachtbuslinie N35 eine Ringlinie, deswegen steht vorne eben auch die Start- und Endhaltestelle dran und das ist in diesem Fall dann eben Alt-Klado. Genau, wir halten hier einmal an, machen die Tür auf, genau, und ja, viele Leute wollen nicht einsteigen, ist ja wie gesagt eine Nachtlinie. Wir haben es 4.27 Uhr, müsste es gleich sein, genau 4.26 Uhr. Viele Leute wollen hier natürlich nicht einsteigen. Zwei Leute stehen hier jetzt, warten aber leider nicht auf den N35, eventuell schon. Dann ist das noch ein Fehler der Karte. Da steigen manchmal die Fahrgäste nicht richtig ein, aber das wird dann natürlich auch noch gefixt. So, wir haben Abfahrt, machen die Tür zu, setzen den Blinker links. Und dann können wir auch losfahren. Müsst ihr doch einmal vor der roten Ampel warten. So, und dann können wir auch weiterfahren. Und auch einmal natürlich die Ansage vorschalten. Parnemannweg. Genau, Parnemannweg ist unsere nächste Haltestelle. Wir sind bisschen zu schnell tatsächlich. Wir sind 30 erlaubt. Ja, so sollte das gehen. Genau, dort hinten an der Ampel, da würde dann rechts die Linie 234 abbiegen. Und wir fahren hier natürlich jetzt geradeaus weiter. So. Dann geht's weiter. Und da hinten will tatsächlich mal jemand einsteigen. Ich bin das hier natürlich schon ein paar Mal abgefahren, aber da wollte nie wirklich jemand mal einsteigen. Jetzt passiert es tatsächlich. Oh Wunder. So, wir machen die Tür wieder zu und fahren direkt weiter. Da müssen wir noch einmal runterschalten hier. Hatte ich vergessen. Gößweinsteiner Gang. Genau. So. Genau, also der N35 ist eine nächtliche Linie zur Anbindung vom Hoppengrund und dem Abschnitt des 234 und wird normalerweise vom Subunternehmer Taxi Innung befahren mit Sprintern. Aber halt nicht diese Sprinter, sondern schon etwas neuere. Natürlich auch nicht im Bergkönig Repaint. Wie gesagt, das ist hier nur ein bisschen spaßeshalber. Dachte ich mir, das kann man doch verfahren. Auch das Repaint ist vom Uber 135 erstellt. In der Infobox habe ich euch dann auch mal das Video verlinkt, wo er dann den 234 abfährt. Dann könnt ihr euch den auch nochmal anschauen. Denn der hat einen anderen Verlauf als diese Linie hier. So, noch ein Fahrgast.
Kommt selten vor, aber heute haben wir wohl mal Glück. So. Mario, jetzt führen wir wieder zu und können direkt weiterfahren. Wollen wir auf die Geschwindigkeit achten. Ich glaube, mehr als 30 dürfen wir hier erstmal nicht. Werden dann aber später noch mehr. Später können wir ruhig ein bisschen schneller fahren. Temmelweg. So. Der müsste dann hier direkt kommen. Aussteigen wird aber keiner. Genauso wenig wie einsteigen. Das heißt, wir können weiterfahren. Und mal kurz gucken. Genau. Hinten kommt dann noch eine Haltestelle. So. Kaserne Hottengrund. Genau, Kaserne Hottengrund. Hier dreht der N35 jetzt gleich eine Runde. Fahrgast steht auch hier nicht, das heißt, wir können jetzt hier weiterfahren. Und drehen dann gleich einmal eine Runde. Und fahren dann wieder zurück. Das heißt, hier wird dann gleich einmal gewendet. Kaserne Hottengrund. Genau, hier wird einmal gedreht. Temmelweg. So, das ist jetzt nicht ganz richtig. Da werden wir gleich nochmal zurückschalten. So, genau. Erst seit Ende 2019 tatsächlich fährt der N35. Ah, müssen wir aufpassen. Autos kommen hier nicht. Ist ja nicht viel los. Genau, erst seit Ende 2019 fährt der N35 hier diesen Verlauf. Vorher fuhr er noch bis Gutstraße und endete der N34 in Hottengrund. So, wir müssen hier anhalten. Ich denke aber nicht, dass hier einer aussteigen möchte. Nee, sieht nicht so aus. Jetzt willst du einmal kurz die Ansage zurückschalten. Zack. So. Machen wir die Tür wieder zu und können weiterfahren. Ah, wir müssen wieder runterschalten. So. So. Temmelweg. Aber jetzt kommen wir wieder zum Temmelweg. Das geht jetzt hier natürlich alles wieder zurück. Aber wir werden dann, da hinten sieht man es schon, der Pfeil nach links, da werden wir dann nochmal abbiegen. Und hier kommen tatsächlich nochmal zwei Fahrgäste. Also heute haben wir tatsächlich mal ein bisschen Glück. So, Tür wieder zu. Und dann können wir auch direkt weiterfahren. Genau, und da hinten biegen wir dann ab und kommen tatsächlich auch nochmal ein Stück auf die auf den Fahrverlauf des Sommers 34. Genau, hier müssen wir dann nochmal, obwohl kein Fahrgast da, hier will auch keiner aussteigen, dann können wir hier jetzt einmal abbiegen. Boah, fährt der Scheiße. Komm, so schlimm bin ich gar nicht. So. Und dann fahren wir jetzt hier weiter durchs Wohngebiet. Tatsächlich fährt aber auch, wenn wir hier Grimmelshausenstraße. Und tatsächlich fährt auch, wenn wir hier in Richtung des Altersheims oder Seniorenheim fahren, fahr ich wieder Auto. Kommen wir nicht am Seniorenheim vorbei. Der wird nämlich nachts vom N35 nicht angebunden. So, genau. Da hinten kommt dann die Grimmelshausenstraße. Also, wir setzen den Blinker rechts und halten ihn dann einmal. Aber will dann auch noch mal jemand einsteigen. Können wir die Tür auch direkt wieder zumachen.
Und dann geht's weiter. Krampnitzer Weg, Selbitzer Straße. So, genau. Genau hier kreuzt sich dann der 234 weiter mit dem N35. Und dass wir jetzt halt hier rechts abbiegen, anstatt links. Und da hinten kommt dann unsere nächste Haltestelle. So, tatsächlich war ich hier auch in der Gegend mal. Und zwar im Oktober letzten Jahres. Genau, da war das hier. Da war ich hier einmal mit U-Bahn 135. Da haben wir uns das hier einmal alles angeschaut. So, dann machen wir die schon wieder zu. Und können weiterfahren. So, mal Gang runterschalten. Ja genau, also ich war hier mit U-Bahn 135 auch nochmal und dann haben wir uns das hier nochmal alles angeguckt. Benfei-Weg. So konnte ich mir dann natürlich auch nochmal ein besseres Bild der Linie machen. Also gut, 234, nicht N35, aber genau, in dieser Gegend hier waren wir auf jeden Fall und ja, haben uns das nochmal alles angeguckt. Ist auf jeden Fall auch in Realität, wie auch hier im Spiel, eine sehr schöne Gegend. Und ja, der Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall da, also da muss ich den U-Bahn 135 auf jeden Fall mal loben. Habe aber auch viele unter seinen Videos geschrieben, also viele kennen hier auf jeden Fall die Gegend wieder und ja, genau, dementsprechend kommt die Karte auf jeden Fall sehr gut bei der Community an. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese später mal irgendwann irgendwo zum Download stehen wird. Wann das aber genau ist, kann ich euch natürlich nicht sagen. Da wird wohl noch ein bisschen Zeit vergehen, bis diese Map dann eben ja, fertig ist. Aber man kann natürlich schon ein bisschen fahren. Den 234 kann man komplett fahren, genauso wie den N35, den ich jetzt hier gerade zeige. Aber ja, genau, der X34 wird noch gebaut. Und ja genau, da kommt also noch mal ein bisschen was. So, und ab hier dürfen wir dann sogar endlich 50 fahren. Müssen dann aber hier nochmal anhalten. Wollen da will tatsächlich mal jemand aussteigen? Genau. So. Ah, nicht zurückrollen. Jetzt haben wir es doch. So, dann können wir jetzt auf 50 fahren. Katzwanger Steig. Genau, so. Katzwanger Steig ist tatsächlich schon unsere vorletzte Haltestelle, denn danach kommt schon Altklado. Auch wenn dazwischen noch ein paar Haltestellen liegen, die werden vom N35 tatsächlich nicht bedient, da dort bereits der N34 diese Haltestellen bedient. Ja, genau. Somit ist hier unsere letzte Haltestelle. Die nächste ist dann schon wieder Ende. So, wir machen die Tür auf. Manfred will einsteigen. Da können wir auch direkt wieder zumachen. Blinker setzen und losfahren. So, dann müssen wir nur noch einmal hier bei dieser Ampel abbiegen und dann können wir durchfahren. So, wir können abbiegen. Altklado. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. This bus terminates here. All change, please. So, genau. Da hinten kommt schon eine Haltestelle, die hier nicht von uns bedient wird. Wie gesagt, fährt hier dann der N34.
dann fahren wir jetzt hier ganz entspannt einmal diese, ja, Landstraße Richtung Altklado zurück. So, da hinten kommt eine weitere Haltestelle, wo wir dann nicht anhalten. So, und dann sind wir auch gleich schon wieder da. Ja, genau, also auch in echt ist das eine sehr schöne Gegend hier, auch mit den Feldern. So ist das schon wieder sehr ländlich hier tatsächlich. Ja, also kann man auf jeden Fall mal herkommen, sich das angucken, ist wirklich schön hier. Auch dieses Wohngebiet, wo man ja dann mit dem Bus durchfahren kann und so, ja. Das hat schon was. So, genau, da hinten kommt die Ampel. Da müssen wir dann noch einmal rechts abbiegen und dann sind wir wieder in Altklado angekommen. Ja, das Auto vor uns hier, der VW Golf 2, lässt sich auf jeden Fall sehr viel Zeit. So, grün haben wir. Den können wir jetzt einmal biegen. Und dann hier an unsere Endhaltestelle fahren. So. Damit hätten wir unsere Endhaltestelle erreicht. Die Leute steigen aus. Ja, genau. Das war's auf jeden Fall mit dieser kleinen Ring-Nachtlinie. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, schaut auch gerne mal beim Uber 135 vorbei. Der wird ja sicherlich nochmal das ein oder andere Video zur Map machen, wenn wieder was Neues fertig wird. Ja, genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich tschüss.